Ja, wunderschönen guten Morgen hier aus Bern zum Digitaltag 2022 vor Stadt Bern. Mein Name ist Markus Vochenow und wir diskutieren heute den ganzen Tag über digitale Themen, über die grossen digitalen Herausforderungen der heutigen Zeit und natürlich auch für die Zukunft. Und in der ersten Runde heute Morgen natürlich, wie eigentlich jedes Jahr, zwei ganz wichtige Leute bei mir. Und zwar einerseits der Alec Vograferiert, Stadtpräsident von Bern, und zu seiner Seite Jonathan Gimmel, Leiter Digital Stadt Bern. Guten Morgen miteinander, die Herren. Guten Morgen. Ja, wir sind zum ersten Mal nicht in geschützten Kulissen vom Berner Erlacherhof, sondern Auf Sauber kommt es regnen. Wir haben das Windowwetter ausgesetzt und senden hier live vom Berner Bahnhofplatz. Wir werden übrigens Platz im Verlauf des Tages wechseln. Es wird also eine richtige Route geben durch Bern, durch vom Bahnhofplatz auf den Waisenhausplatz, auf den Kornhausplatz, Casinoplatz, bis dann zum Schluss wir auf dem Bundesplatz landen. Ja, Alec Vograferiert, Jonathan Gimmel, was erwarten wir vom diesjährigen Berner Digitaltag, Alec? Ja, es ist sehr viel gelaufen. Tue Gutes und sprich darüber. Heute geht es um sprich darüber. Heute erklären wir eigentlich, was alles am Laufen ist, damit wir das, was in der Digitalisierung läuft, auch den Leuten näher bringen können. Jonathan, was kann man sagen, was ist seit dem letzten Digitaltag passiert? Das war im Herbst, noch nicht so lange her. Also, was ist inzwischen gegangen? Ich glaube, wir sehen jetzt schon die Affischen. Erstens sind wir nicht mehr Lacherhof im Studio. Also wir können wieder raus, wir sind on Tour. Das heisst, dass wir eigentlich das Learning von der ganzen Pandemiezeit haben versucht umzusetzen im Arbeitsalltag. Und gleichzeitig ist ja die nächste Krise gekommen. Wir haben gemerkt, wie wichtig das auch die digitale Resilienz ist. Ein wichtiges Thema heute. Also wie können wir unser System schützen in Zeiten von Energiemangel, aber auch in Zeiten von Cybersecurity. Also es hat so eine kaltvolle Diskussionswelt genommen und gleichzeitig eben Digitalisierung ist auf allen Themen, auf allen Kanälen einfach Alltag geworden. Ich glaube, das ist sehr offensichtlich. Das ist auf allen Themen. Die Themen sind auf allen Kanälen, hast du gesagt. An was ist Stadt Bern konkret dran? Wir müssen auch immer ein bisschen priorisieren, in welche Richtung geht es. Was findest du selber wichtig für die Stadt Bern punkto Digitalisierung? Also, was mir wichtig dünkt, ist, wir haben ganz viele digitale Angebote. Und was wir noch ein bisschen weniger haben, ist, dass die alle miteinander verhängt sind. Und das möchten wir machen. Wir möchten eigentlich wie eine Welt schaffen, dass man eigentlich alle öffentlichen Dienstleistungen am gleichen Ort kann abholen. Das ist etwas, was wir uns heute vielleicht noch ein bisschen schlecht vorstellen können, aber wenn wir es dann haben, dann werden wir es dann nicht mehr aufgeben. Dass man nicht einfach 10, 15, 20 verschiedene Logins hat für die Kita, für die Steuern, für alles Mögliche, sondern dass man eigentlich wie eine eigene Umgebung hat und eigentlich alles immer griffbereit hat. Also so wie wir heute alles auf dem Handy parat haben, so möchten wir eigentlich in Zukunft auch alle unsere Dienstleistungen bündelt zur Verfügung stellen. Das ist die grosse Herausforderung und das ist eigentlich das grösste Projekt, das wir dran sind. Das ist die grosse Herausforderung. Es klingt relativ einfach, aber ist, glaube ich, wirklich das, wo die ganze Idee für die Digitalisierung zum Teil noch ein bisschen kranker dran, dass man sagt, okay, es ist nicht nur das Angebot, sondern der Zugang, der muss Zack machen und dann sind wir im System. Zack? Ja. Ich glaube, die grosse Herausforderung liegt darin, dass das auch eine schlechte Stadt Bern allein machen soll. Oder? Wir haben mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Jeden Tag sind 100'000 Leute in Bern unterwegs. Und die wollen wir alle mitnehmen in die Angebote hinein. Das heisst, wir brauchen tragfähige Lösungen mit dem Kanton zusammen. Und darum diskutieren wir heute aber genau so Fragen. Diskutieren. Und das zweite Thema, wie haben wir die Daten wirklich im Griff? Also das ist schon eine Hausaufgabe, wo wir wirklich uns darum kümmern müssen. Weil wahrscheinlich von unserem Moderator gibt es, weil wir ganz viele in der Stadt schon gemacht haben, ganz Menge Satz an Daten. Und wenn wir so eine Plattform bespielen, die der Stadtpräsident beschrieben hat, und wir uns alle wünschen, dann braucht es eine Harmonisierung von der. Und zwar so, dass der Moderator auch zufrieden ist in Datensteuerung. Also du sollst immer die Hoheit behalten. Und da will sich Bern zeigen, dass am Schluss sogar Sans-Papier eben mit ihrer City-Card über so eine Plattform laufen können. Das sind die Ambitionen, aber auch die Herausforderungen. Jetzt hat er, wie gesagt, nicht zum ersten Mal drüber, sondern ich selber rede jetzt mit euch schon zum dritten Mal drüber. Smart City ist ein bisschen Schlagwort Stadt Bern auch Smart City. Wie sind wir denn da grundsätzlich unterwegs, wenn du so die letzten zwei Jahre oder die letzten paar Jahre von der Entwicklung anschaust? Also ich glaube, wir sind insgesamt nicht so schlecht unterwegs und wir werden ja auch gemessen, wir werden noch geratet. Es hat zum Beispiel ein Rating gegeben im Juni dieses Jahr über Work-Life-Balance und dort hat die Stadt Bern nur den zweiten Platz, aber immerhin hinter Oslo, vor Helsinki, Zürich, Kopenhagen. Also das sind so ein bisschen die an der Spitze sind und die Stadt Bern ganz vorne dabei.
Und was heisst, hat jetzt Work-Life-Balance mit der Digitalisierung zu tun? Also, Digitalisierung gehört eben auch dazu, die Erreichbarkeit der Dienstleistungen, dass sie einfacher erreichbar sind, aber dass das Ganze auch eingebettet ist ins ganze Alltagsleben. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Dann hat es ein anderes Rating gegeben, innerhalb der Schweizer Städte, von KPMG und der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und dort hat die Stadt Bern betreffend dem digitalen Angebot via Webseite den ersten Preis gewonnen. Wir haben selber gefunden, eigentlich unsere Webseite, das sollten wir dringend dahinter. Und das zeigt eben, dass wir ambitiös sind. Obwohl wir eigentlich ein Produkt haben, wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt endlich schon ein bisschen veraltet wieder. Und wir dran sind, das am Erneuern, haben wir noch mit dem eher veralteten Produkt innerhalb der Schweiz den ersten Preis gewonnen. Das zeigt ein bisschen, oder den ersten Preis gewonnen. Also, ein Preis war es nicht, sondern wir waren einfach auf Platz 1 gewesen. Aber das zeigt ein bisschen, dass wir insgesamt auch im Quervergleich in der Schweiz nicht so schlecht unterwegs sind. Du hast vorhin gesagt, also im internationalen Vergleich auf Platz 2 hinter Oslo. Das heisst ja, also, die Stadt Bern nimmt da schon irgendwie auch eine Vorreiterrolle, oder wie kann ich das deuten? Gut, ich will nicht den Ratings zu viel Raum geben. Ich glaube, wir leben alle in Bern und wissen, was wir für leistungsfähige Systeme haben, beispielsweise in der Mobilität, beispielsweise in der Energie, beispielsweise in unserem Zusammenleben, in der Partizipation. Und die Kunst ist, das jetzt zusammenzufassen. Einerseits über die Portalwelt, aber auch zusammen die Ambition von Nachhaltigkeit zu geben, weil nur eine suffiziente Infrastruktur wird über Dauer wirklich unsere Gesellschaft weiterbringen. Und da kann die Digitalisierung und eben der Smart City-Gedanken noch viel mehr leisten. Darum führen wir so einen Digitaltag durch, für auch die Wirtschaft beispielsweise einzubinden, für auch mit den öffentlichen Verkehrsträgern zu diskutieren. Smart City ist ja ein Gesamtkonstrukt, wo alle Parteien dabei sind, nicht nur mehr als Behördenvertreter, sondern die Gesamtgesellschaft. Und diesen Diskurs weiterzuführen, für das braucht es einen Tag wie heute. Und da ist die Ambition sicher das Richtige, weil egal was das Rating ist, wir können noch viel mehr zusammen. Jetzt, es ist ganz viel am Laufen. Ganz viele Leute sind dran mit ganz vielen Themen. Das werden wir heute durch den Tag durch noch alles besprechen. Jetzt kennt ihr mich, ich bin ein bisschen noch ungeduldiger, manchmal schon zu lang. Aber ich glaube, du alle gehen. Im Gesamtblick hin geht es nicht nur so ein bisschen schleppend. Jetzt nicht bei Stadt Bern, sondern so ein bisschen allgemein. Ich bin immer wieder mit den gleichen Leuten an der gleichen Problematik am Besprechen. Und ich denke, am Ende der Angelo könnte man durchaus noch ein bisschen mehr Gas geben. Also ich glaube, eben, vorne durch klingt es recht einfach. Das, was wir wollen, hinten durch, muss man sehen, es ist sehr komplex. Also die Welt wird nicht einfacher, sondern sie wird eher komplexer. Aber was wir wollen, ist, dass es an der Oberfläche nachher eben doch für die Leute, für die Benutzung einfacher wird. Und das sehen wir ja, wenn wir zurückschauen, die Entwicklung vom Smartphone, vom Handy, wo wir sehen, wie wir eigentlich viele Sachen, wie den Wetterbericht abprüfen oder irgendein Billett bestellen oder so, wie wir das viel einfacher erreichen können heute. Und in diese Richtung werden wir noch gehen. Aber man darf nicht vergessen, dass hinten dran ganz, ganz komplizierte Architekturen stehen, die zuerst schon noch gebaut werden müssen. Und das braucht halt seine Zeit. Meine Ungeduld ist schon riesengroß. Aber ich glaube, wir müssen einfach den Verantwortlichen auch die Zeit geben. Aber es geht immer vorwärts und ich glaube, es hat ganz viel Positives auch noch auf uns wartet in der nächsten Zeit. Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, wir haben die technischen Sachen, die wir lösen müssen. Zum Beispiel, ja, dass ich als eine Person mit meinem Login irgendwo reinbekomme. Ja. Hankerum, hast du vorhin richtig gesagt, die Stadt Bern kann da nicht allein auf weiter Flur agieren. Es braucht die anderen Gemeinden, es braucht Kantone, es braucht den Bund, es braucht wahrscheinlich auch Gedanken über die Landesgrenzen raus. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit und wie sehr ist das im Fokus? Ja. Also ich darf wirklich sagen, eine der Startfragen war schon, was ist anders? Und anders ist wirklich die Systematik der Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Kanton Bern. Und das ist wie der Changemaker in dieser Diskussion. EID ist eine nationale Thematik, die sehr zentral ist, auch für die Frage dieser Plattform. Aber wir müssen für den Kanton Bern mit den anderen Städten, mit den anderen Gemeinden einfach eine beste Lösung haben. Und das lebt von Innovation und vom Engagement natürlich von denen, die in den Städten sind. Darum die Zusammenarbeit mit dem Kanton Bern, ihre Absicht, das zu teilen über den ganzen Kanton aus, ist sehr zentral. Und das läuft sehr systematisch in verschiedenen Arbeitsgruppen. Da zähle ich wirklich darauf, dass wir da Fortschritte erzielen in diesen etwas unattraktiven technischen Fragen, die aber eben für voraus, für die Lösung gegenüber der Bevölkerung zentral sind. Alex von Graferit, wie digital bist du selber in deinem persönlichen Leben unterwegs, solange man schon digital unterwegs sein kann? Bist du sehr vernetzt? Bist du viel auf Plattformen unterwegs? Hast du im Moment noch 10 Logins irgendwo? Ja, wie alle zusammen habe ich auch die 10 Logins und die leiden eben darunter. Also darum möchte ich eben, dass wir das vereinfachen können.
Ich bin eins nach dem anderen am Entdecken und ich glaube, ich bin auch ein gutes Beispiel. Also viele haben die Leute ja so ein bisschen Angst vor diesen Neuerungen und sagen, oh, es wird wahnsinnig kompliziert, du kommst dann nachher oder ich werde ausgeschlossen. Und, ich glaube, ich bin dort ein gutes Beispiel, weil ich bin ja jetzt so 60 geworden, also jetzt bin ich jetzt so älter. aber ich komme eigentlich immer noch nachher, ich fühle mich noch nicht abgehängt. Und ich habe nie irgendwie einen Digitalkurs gemacht. In den letzten 30 Jahren habe ich nie einen Digitalkurs gemacht. Und ich komme bei all diesen Systemen eigentlich relativ gut nachher und kann so gut bedienen. Ich habe gemerkt, ja, zum Beispiel das E-Banking, das habe ich wie rausgelassen. Das ist mir zu kompliziert gewesen. Das hat mir gedacht, auch da irgendwie einen 10-stelligen Code abdöckeln oder so. Aber seit ich es auf dem Handy habe, mit Face ID, ist das einfach zack, Face ID und dann die Zahlungen machen. Und das ist so viel einfacher. Und so müsste es eigentlich sein, dass wir Zeit gewinnen für die wirklichen Sachen. Und das möchte ich auch, das ist mir auch noch ganz wichtig, wenn ich das noch sagen darf. Digitalisierung führt nicht dazu, dass wir weniger menschliche Begegnungen haben, sondern wir haben mehr menschliche Begegnungen. Und das ist uns ja auch wichtig. Das haben wir jetzt in der Pandemie auch gesehen. Wir wollen, das ist extrem mühsam, wenn du keine Leute mehr siehst und wenn du keine Begegnungen mehr hast. Und wir wollen die Begegnungen haben. Und vielleicht für ein Beispiel zu machen, es wird viel diskutiert, ja, an der Migros-Kasse, wollen wir alle die Kassiererinnen, dass wir die Kassiererinnen nicht mehr haben, wollen wir nicht die Migros-Kasse beibehalten? Und ich finde, nein, es ist gut, wenn wir die Migros-Kasse nicht mehr haben, sondern wenn sich einfach unsere Waren selber registrieren beim Rauslaufen und nachher weisst du, was du alles im Körbchen hast und kannst zahlen und fertig. Und das schafft nachher Raum, dass die Migros-Kassiererin eben nachher im Laden kann stehen und die Leute kann unterstützen bei ihren Einkäufen, dass sie eben noch ein bisschen kann plaudern mit den Leuten beim Einkauf. Und das macht plötzlich den Einkauf viel wertiger. Es kommt wirklich ein hochwertigerer Begegnungsstand, als wenn man an der Kasse einfach das Zeug muss durchwischen muss. Und so finde ich, solche Qualitäten, die möchten wir eigentlich mit der Digitalisierung auch ermöglichen. Also Digitalisierung macht die Welt nicht weniger menschlich, sondern soll sie viel menschlicher machen. Alex von Grafried, wunderbares Schlusswort in der ersten Runde. Merci vielmals. Ja, meine Damen und Herren, das war es vom Stadtpräsident Alex von Grafried und dem Leiter Digital Jonathan Gimmel für das Erste. Wir melden uns hier zurück mit der nächsten Diskussionrunde. Danke für das Interesse und bis nächstes Mal.